So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Goes the Musician. So, wir sind jetzt in Episode 3 angekommen, das ist gestern rausgekommen, beziehungsweise bei mir erst heute. Ich hatte letzte Nacht tatsächlich um 2:30 sogar noch geguckt, da war das Update noch nicht verfügbar für mich. Jetzt sind wir da, das ist schön. Und wir beginnen auch direkt. Mal gucken, wie schnell wir die Episode rumkriegen. Ich habe ja momentan ja, oder in Episode 2 hatte ich ja immer irgendwelche Spackungen und Probleme gehabt mit meinem Setup hier. Und jetzt mal gucken, ob das jetzt einigermaßen gut über die Bühne läuft. Episode 3. Können sich Cedric, Henry und Norma aus Gabrielas Fängen befreien und das Geisterhaus Leben verlassen? Wer ist das Mädchen aus dem Video? Und wer spielt ein falsches Spiel? Wir wünschen spannende Unterhaltung mit Episode 3. Starten. Start. Ah, jetzt geht's los. So, Organparty. Leute, habt ihr das eben gesehen? Es verschwimmt immer noch alles. Also, es liegt nicht an mir. Huch, guck mal hier, eine Aufnahme. Vom Geistermonster, Mädchen, irgendwas, Ding. Cedric. Ihr müsst sofort von dort verschwinden. Cedric, Norma, Henry, meldet euch. Oh mein Gott, wir müssen sie irgendwie warnen. Ja, wir hätten mitfahren können. Ne? Denn größere Gruppe und mutiger und stärker zusammen. Wäre, glaube ich, denn eine tolle Sache. Vielleicht haben sie nicht mitbekommen, dass Gabriela gedroht hat. Ihnen etwas anzutun? Ich rufe Cedric an. Ich rufe Norma an. Komm, ich rufe Cedric an, Digga. Digga, was geht? Achso, muss ich ihn jetzt auch anrufen. Das ist cool, dass wir jetzt mal anrufen können. Hä? Okay. Da ist sie. Cedric. Kann ich, muss ich... Okay. 5, 9, 9. Leute, was sind das für Geräusche? Fuck, da ist ein Rockplatz! Hier strömt überall Wasser ins Zimmer! Scheiße, die Tür geht nicht auf! Mann! Das erinnert mich gerade an Stephen King's S, gerade, wo die auch im Haus gefangen sind und auf einmal die Tür nicht aufkriegen und was weiß ich, was alles passiert. Okay, das mit. What? Hä? Ja, Gabriela schreibt. Das ist gut, dass Gabriela schreibt. Schon bald wird das Wasser ihre Lungen füllen. Wieso? Das ist bestimmt nicht dicht, das Haus. Das läuft irgendwo ab, das Wasser. Glaub mal. Bis ihre Schreie leise ins Nichts entschwinden. Gabriela, wieso tust du uns das an? Sie haben doch nichts getan. Hier steckt garantiert ein Mensch hinter, definitiv. Ich halte es nicht mehr aus, das ist alles so schrecklich. Meintet ihr wirklich, ihr Gabriela tut ihnen etwas an? Fuck, 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 was sollen wir jetzt tun? Hinfahren, wenn es denn in der Nähe wäre. Ich fahre jetzt dorthin, Leute. Ich sitze hier nicht untätig herum. Melde mich von unterwegs. Ja, Jonathan hat... Danke, Jonathan. Wieso sind wir ein Gehirn? Ein gleicher Gedanke, ne? Jonathan und ich, ne? Also ich würde da hinfahren. Und Jonathan sagt so, geht los. Ich starte schon mal das Auto. Ja, sehr gut. Guter Typ. Oh mein Gott! Wie ist das nur möglich? Ha, gibt's doch Geister, wa? Norma? Alle drei Türen sind... alle drei Türen im Raum sind plötzlich verschlossen. Wir kommen hier nicht raus. Die Treppe, die nach oben führt, ist eingestürzt. Ja, was für ein Zufall. Ah, Cedric hat was zu sagen. Ach, Scheiße, Leute. Wir sitzen in der Halle. Das Wasser steigt und steigt. Okay. Ja, das ist... Ja. Das Wasser wird sie rein. Wow, was geht hier ab, Mann? Ist das so, dass wir uns immer alle 2 Minuten erschrecken müssen? Irgendwie hängt das hier alles. Okay, Organparty. Henry hat etwas entdeckt.
Ein Stöpsel. Beweist das schon, oder? Okay. Ja. Irgendeiner ist der Richtige. Zeit habt ihr. Okay. Hätte eine Leinentuch versteckt. Verdammt, das sind über 70 Schlüssel, alle nummeriert. Ja, dann fang schon mal an. Ah, Jonathan darf auch was reden. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Ey, wo kenne ich die Stimme? Nochmal. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Als ich das aufgenommen hatte, da war ich in Corona-Quarantäne. Oder waren wir in Corona-Quarantäne vier Tage lang, bis das Ergebnis da war. Und ungelogen, ich glaube, ich habe 30 oder 40 Versuche gebraucht, diesen 7-Sekunden-Text aufzunehmen. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Jetzt haben wir eine Stimme von Jonathan. So, Cedric, wie viel Zeit habt ihr noch? Steht auf der Uhr drauf natürlich, geht klar. 30 Minuten Wasser voll. Vielleicht könnt ihr die Türen damit öffnen. Das ist ein Plan. Ist bei den Schlüsseln ein Plan dabei? Das ist vielleicht auch mal eine Frage. Wie geil die es gemacht haben mit Hintergrundgeräuschen. Ey, Hut ab hier, Carsten. Echt geil. Wir haben da etwas... Sieht aus wie ein Bauplan dieser Etage aus. Okay, schauen wir mal an. Okay, wir sollen uns tatsächlich jetzt echt alle 2 Minuten erschrecken. Aber hast du gehört? Warte, okay, cool. Ja, Bauplan. Sieht aus wie so ein Wohnungsbauplan. Hier, die Wohnung kannst du mieten, 800 Euro monatlich. Zuzüglich Nebenkosten sind das dann bummelig bei 1200. Nur die Wände sind, nur der Keller ist ein bisschen feucht, ne? Ja. So. Wir haben hier doch keine Ahnung, wo wir uns befinden. Das ist schlecht. Die Zahlen auf dem Plan. Vielleicht sind das die Schlüsselnummern. Warte mal eben. Das müssten ja 70 Stück sein. Ja, sieht nicht ganz nach 70 aus. Naja, man kann es ja... Ihr sagte etwas von einer Treppe. Der Raum muss sich also in der Nähe von euch, von einer Treppe befinden. Okay, Norma hat vorhin 3 Türen erwähnt. Das grenzt die Suche ein. 3 Türen, Treppe. Der hat nur die 2. 3 Türen. 1, 2, ja. Treppe ist eingestürzt, sagt er. Aber das wäre ein Raum mit 3 Türen. Aber das könnte man die Treppe ja nicht sehen. Aber das ist ja auch eine Treppe. Was ist das denn für ein Bauplan hier, hör mal? 1 Tür, 2 Türen. Wie ist es auch eine Tür? Weiß ich nicht. Dann wäre es 3 Türen, dann wären sie hier drin. Aber dann kämen sie ja nicht die Treppe. Und hier? Gut, das wird sehr weitläufig, ne? Muss ja ein kleiner Raum sein. Hier ist ein Schwimmbad hier oder was weiß ich was. Ach, was. Okay. Ist schon merkwürdig, seine Stimme in so einem Spiel zu hören. Also jetzt anstatt hier dieses Let's Play, sondern wirklich irgendwie im Spiel zu hören. Das ist echt, echt witzig. Schaut mal, das muss der Raum sein. 3 Türen und eine Treppe. Ja, oh, wo siehst du denn hier eine Treppe? Ja, 3 Türen, ja, Treppe, nein. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe, das soll eine Treppe sein. Alles klar, ich habe eine Treppe gefunden. Erstklassig. So einen großen Raum will sie fluten? Respekt, das kostet Wasser. Genau, das muss der Raum sein, in dem wir uns befinden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Welche Tür führt uns hier raus? Versucht doch mal Schlüssel Nummer 2812. Ja. Können Sie sterben? Warte mal, hier raus, dann geht es da rein und zapp, könnten die durch die Fenster springen. Da, bab, bab, 2 könnte sehr gut sein, 8 könnte gut sein. Verdammt, was weiß ich? 2. Warte mal, 2. Jaha. Nein, ihr müsstet jetzt 12 nehmen. Warum denn 12?
damit sie im nächsten Raum gefangen sind. Genau, die anderen wären eine Sackgasse. Ja, und was ist mit Nummer 12? Da ist hier, und hier ist doch Fenster, oder was soll das sein? Macht doch, was ihr wollt. Ich habe so eine scheiß Angst um euch. Beeilt euch. Guck mal hier, wenn ich die 2 nehme, dann komme ich da raus, dann komme ich hier raus. Da ist nämlich auch eine Tür. Guck, bop, 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 draußen. Tschüss, und hier und weg. Und da ist eine Badewanne. Ja, okay. Ja, dann nimm doch die Nummer 12. Ich wähle jetzt den Notruf. Hätten wir vielleicht schon viel früher tun sollen. Das ist doch Wahnsinn. Ich krieg langsam echt Panik. Okay. Ja. Wie schwer die Einsamkeit doch scheint. Schon bald sind in Liebe vereint. Ja, warte mal, ich kann nicht so schnell. Oh mein Gott. Wir haben es alle geschafft, wir sind draußen. Wir melden uns gleich. Erstmal weg hier. Ja, naja. Ja, vereint. Okay, das ist doch gut. Dann sind die ja schon mal wieder da raus und was hat's jetzt gebracht? Ja. Achso, übrigens, das reimt sich. Huch, Organparty. Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen. Oh mein Gott, ich hatte solche Angst um euch. Mhm. Jonathan, du kannst ruhig wieder umdrehen. Wir kommen jetzt alleine klar. Gott sei Dank. Ihr wisst nicht, wie erleichtert ich bin. Passt der Stimme, die wir eben gerade gehört haben? Tayo lag richtig mit der Tür. Die anderen wären uns wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Ja, das ist möglich. Tut mir leid. Mein Gott, ich, ja, ist halt so. Kann mal passieren. Der ganze Flur ist hinter uns eingestürzt. Oh, schön. Hättet ihr auf Tomji gehört, bräuchte Cedric keine 3 Tage mehr zu warten. Ja, siehste. Ist doch auch gut, weil geht die Spannung weg. Pff, Arschloch. Ihr Bemerkungen sind gerade fehl am Platz, Jonathan. Ja, das sehe ich genauso. Spacki, ey. Ich hätte noch nie solch eine Todesangst. Ich dachte, das war's. Ja. Danke, Leute. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Ja. Und also, mit mir wärt ihr noch länger da drin geblieben. Ein bisschen. Bis euch irgendjemand gefunden hätte, irgendwann mal in 10 Jahren. Ich kann das alles immer noch nicht fassen. Jetzt glaubst du an Geister. Henry hatte tatsächlich die Wahrheit gesagt. Wie wäre es mit einer Entschuldigung? Finde ich gut, finde ich sehr gut. Nochmal, das war für uns alle schwer zu glauben. Bla, 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 bla. Einzig kommt früh für Entschuldigung. Natürlich schreibt sie die Entschuldigung. Weißt du, sie sind nebeneinander, aber schreibt per WhatsApp erstmal die Entschuldigung. Entschuldigung übrigens. Lassen Sie sich das mal lieber meine Sorge sein. Mhm. Besser spät als nie falle ich Henry vor die Knie. Ja. Jetzt fängt sie auch noch an zu reimen. Schön. Auf den Schock gönne ich mir erstmal einen 25 Jahre alten Lago, wenn ich zu Hause bin. Also irgendwas Alkoholisches. Was 25 Jahre alt ist und schon gammelt. Und dann haben wir jetzt endlich alle Hand in die Hand. Und noch irgendwelche Zweifel in der Gruppe. Hatten wir denn ansonsten irgendwelche Zweifel außer dem Prof und Norma? Jetzt sind ja alle Zweifel beiseite geräumt und jetzt können wir richtig loslegen. Ja, die ist hier sehr gut, ey. Sind wieder im Auto. Ja, ja. Trocknet euch ab. Schaut mal, Leute. Das hier haben wir noch im Haus gefunden. Ah, jetzt kommen wir mal auf die Sache auf den Grund hier. Warum ist es da? Ja, hätte ich auch. Hätte ich auch malen können. Hätte ihr gar nicht dafür ins Haus gehen müssen. Hätte ich euch direkt hingemalt. Es haben also definitiv zwei Mädchen im Haus gewohnt, ja. Vielleicht ist das rechte Mädchen Samara. Ich, wir müssen unbedingt rausfinden, wer diese 2 Mädchen sind. Ja, ja, ja. Und wie der tolle Phantombilder, ich meine, kann man sofort erkennen. Ja, komm, komm, wir müssen das rausfinden. So renne ich jetzt durch die Stadt und halte das jedem Mädchen so im Kopf. Nee, du bist das nicht. Nee, bist du auch nicht. Ja, es ist schon witzig, ist schon witzig. Ja, das, die Ähnlichkeit liegt nah, ne?
Da, ja. Mhm. Das in der Mitte, das ist sie. Bisher haben wir nur dieses Foto und können davon ausgehen, dass sie hier eine größere Schwester hatte. Leute, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Derweil habe ich interessante News für euch. Jo, super, cool. Her damit. Über das Haus direkt konnte ich zwar nichts finden. Aber ich bin auf einen Makler gestoßen, der seit Jahren versucht, das Haus zu verkaufen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Sven Bechtel Immobilien GmbH. Mhm. Ja, ich würde dich sofort, ja. Das heißt, wir erfahren endlich mehr über das Haus, wer dort gewohnt hat? Bingo. Jemand muss jetzt versuchen, diesen Makler zu kontaktieren. Ja, ich meine, das läuft jetzt so auf mich hinaus. Diesmal bin ich raus. Was ist denn dummer? Ja, nix sagen. Können wir sagen jetzt einfach mal das erste Mal nix. Gleich, Tomji, mach du das. Wow, so viele Freiwillige. Ja, ich mache ja die ganze Zeit immer irgendwas, ne? Ja. Ich mach das. Das ist doch ein Klacks von mir. Ja. Ich kann dich bloß nicht verstehen, wenn du mit denen redest. Sei mir nicht böse, Ecke, aber manchmal ist es gar ist es nicht so ganz so einfach, dich zu verstehen. Ah, Ma, ihr seid echt genau das. Ich glaube, das soll gemein heißen, wa? Ich könnte mit diesen Herren Kontakt aufnehmen. Ja, endlich tut der Prof was. Ich würde vermuten, dass er wohl bereit ist, mit einem Universitätsprofessor zu sprechen. Das halte ich für die beste Möglichkeit, Prof. Muss ich gar nichts mehr anders angucken. Er macht das jetzt. Finde ich klasse. Wir können endlich mal Aufgaben abgeben. Ja, das wäre super. Guck mal, direkt auch gleich in Kontakt sind, verbessert alles super. Ja. Hopp, hängt ein bisschen, wa? Ich werde Ihnen Auskunft geben, sobald ich genug Informationen von diesen Herrn Bechtel sammeln konnte. So, meine Kinderchen, jetzt haben wir hier einen neuen Chat und zwar mit Hannah, unserer Schwester. Was sie von uns möchte, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten, es hat mir mega Spaß gemacht, auch dass wir auch endlich mal meine Stimme in ein Spiel hören konnten. Und wir sehen uns wieder bis zum nächsten Mal und tschüss.